Hey Leute, Leute, hier willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Heute im Video werde ich eine ganz besondere Torexplosion vorstellen, und zwar eine Torexplosion, die man so, glaube ich zumindest, noch nicht kriegen konnte. Ich habe nämlich ein bisschen rumgestöbert und habe gesehen, es gibt eine Torexplosion mit dem Namen Drachenduell Eloxiert. Also ein ganz neuer Drachenduell-Typ. Ich kann es einmal hier zeigen, man kann es nicht richtig sehen, aber guck mal. Ein Drache hier ist golden und der andere ist grün. Und ich kann tatsächlich auch die Farbe davon verändern. Nicht vom goldenen, aber den grünen Drachen kann ich noch anders machen. Das ist eine Torexplosion. Ich denke, die kommt irgendwann in den Shop rein. Ich weiß nicht wann, aber die wird irgendwann in den Shop reinkommen. Die ist jetzt noch nicht drin. Ich würde die aber halt trotzdem ganz gerne vorstellen. Und außerdem habe ich auch ein bisschen mit den Soundfiltern rumgespielt. Weil im letzten Video ist es mir sehr krass aufgefallen, dass mein Controller einfach zu hören war. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass mein Mikrofon jetzt, also dass meine Stimme sich ein bisschen anders anhört. Ist ein guter Deal. Ist ein guter Trade. Vielleicht kommen die nochmal weg. Kann auch wieder nicht gegangen ist. Interessant, ja. Ich werde mir das jetzt heute angucken in verschiedenen Farben. Erstmals fühle ich ihn ganz normal. Will er mich kaputt machen? Okay. Gibt ja ein paar Painted Farben, die einfach cooler sind als andere. Also Schwarz gucken wir uns auf jeden Fall an. Titan. Oh. Titanweiß gucken wir uns auf jeden Fall an. Er würde natürlich auch ein bisschen treffen. Wäre auch jetzt nicht verkehrt. Falls ihr übrigens neu seid, ihr könnt auch sehr gerne ein Abo da lassen. Und ihr könnt auch sehr gerne meinen Creator-Code Bade10 tragen, wenn ihr möchtet. Also ich habe gesehen, einige von euch, die Leute, die Schüler zumindest, die haben Osterferien. Deswegen, ey, Glückwunsch zu den Osterferien. Ich hoffe, ihr genießt die Ferien, ihr nutzt die Ferien, geht mal ein bisschen raus. Guckt aber auch viele meiner Videos. Wäre eine coole Sache. Alright. Aber ja, ich habe die Torexplosion natürlich drin mit Buckus-Mod. Mit Buckus-Mod kannst du dir ja Torexplosion schon angucken, bevor du die überhaupt richtig hast. Gestern im Video, oder beziehungsweise gestern, habe ich ja auch meine Kameraeinstellung verändert. Zumindest teilweise habe ich da ein bisschen rumgespielt. Mal sehen, wie das jetzt einen Einfluss hat. Kriegt er nochmal die Missile? Ja. Kannst du machen? Komplett open. Komplett open. Dankeschön. Den räume ich kurz. Den hätte ich mir jetzt noch mitnehmen. Oh, Teammate, nein. Ich hatte keine Chance, den Ball zu kriegen. Es war aber auch nicht hilfreich, dass der Teammate ohne Grund auf Double committed ist. Wenn wir den Torexplosion jetzt gar nicht sehen hier im Spiel, dann switche ich gleich zu 1 gegen 1. Extrem hinterher. Da zum Beispiel. Ich kann den richtig hardcore yeeten. Das ist Instant-Tor wahrscheinlich. Er macht ihn auch rein. Deswegen ist das fein. Oh, macht er noch das Siegtor? Er macht noch das Siegtor. Wichtig übrigens, egal wie frustriert man mit so ein paar Eigenschaften vom Teammate ist, im Chat musst du immer supportive und nett sein. Kann ich mit dir lesen? Also halb. Verlängert. Okay, gut. Also wie es übrigens sein kann, dass eine Torex-Person hier schon drin ist, obwohl die noch gar nicht richtig im Spiel ist, die ist halt dann schon in den Game... Ja gut, macht halt alle rein. Dann machen wir gleich 1 gegen 1. Die ist halt schon in den Game-Files drin. Also in den Spieldateien ist die schon vorhanden, die ist halt nur noch nicht so gesehen veröffentlicht worden. Ich denke, das kommt dann halt morgen. Ich muss übrigens auch richtig doll daran arbeiten, mich besser zu erholen, wenn ich von der Wand komme. Nur da weiß ich nicht genau, wie ich das machen muss. Weil wenn ich im Training einfach von der Wand abspringe und dann Wavedash mache, das kriege ich von 100 Malen 99 Mal hin. Er macht selber rein. Da, seht ihr? Sieht geil aus. Sieht richtig geil aus mit den grünen Drachen. Nochmal kaputt. Da kann ich machen, zweimal kaputt. Da hab ich Bock drauf. Ein drittes Mal, komm. Na komm, ich mach rein, ich mach rein. Okay. Torexplosion ist amazing. Die Frage, er geht auch aus. Ja, die Frage ist natürlich auch, wie sieht das aus, wenn ich das gelb oder golden mache? Haben wir dann zwei gelbe Drachen? Warte, ich guck's mal einmal hier an. Seht ihr? Golden, schwarz. Aber da würde ich tatsächlich sagen, die Torexplosion ist unpainted am geilsten, weil dieses Grüne halt geil aussieht. Das, was wir jetzt haben, funktioniert ja mehr nach dem Yin und Yang Prinzip, halt das eine Farbe anders ist als die andere. Eigentlich bin ich nicht gut drauf. Gegner ist Season 9 Grand Champion, das ist letzte Season. Ja, ich weiß. Er kann auch im 3 gegen 3 Grand Champ gewesen sein. Oh. Das war tatsächlich richtig gut. Merkt ihr übrigens, ich will mal kurz was sagen. Merkt ihr dann übrigens auch, dass ich meine Teammates lobe? Einige Leute geht das immer unter. Aber wenn meine Teammates was gut machen, bin ich der Erste, der das lobt. My bad. Ich dachte, der kommt höher von der Wand. Backboard, Defensivtraining. Ich hab den falsch gelesen von der Wand. Nope. Da wollten die aber, dass der den Boden berührt.
Alright, wir müssen wieder ans 1 gegen 1. Mütze, okay, was machst du jetzt? Ein Air-Dribbling, kannst du kontrollieren? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schade, ist der Boost ausgegangen. So. Und über die Decke. Oh. Oh. Hätte auch. Okay, in Schwarz. Ist nicht so geil in Schwarz. Hätte, glaube ich, original nicht hingehen müssen. Weil ich habe ein bisschen in der Luft die Kontrolle verloren. Ich hätte ihn rückwärts berühren können. Wissen was ich hätte es wahrscheinlich gemacht, aber es hätte halt 3 km/h gehabt, der Schuss. So, ich mache ihn weg. Und zack. Gut. Aber kommt es nur mir so vor, oder ist das Golden nicht auch goldener als das Golden? Weil es gibt die Torx mit so einem Golden. Jetzt sieht er doch anders aus. Also das, sorry, als nächstes würde ich mir gerne Golden angucken, weil ich glaube, das ist nicht Golden. Der eine ist nicht Golden, das ist halt nochmal was anderes. Ja, gut, ist eluxiert, ich weiß, aber es ist nochmal was anderes. So. Nice. GG. Okay, also sehe ich seinen Rang, würde mich mal interessieren. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ich bin Platin 2, Platin 3, also wirklich was Lowes. Ich war im 1 gegen 1, Platin 2, ja, ja, okay, gut. Weil die wenigsten Leute spielen tatsächlich 1 gegen 1. Und 1 gegen 1 ist halt auch der schwerste Rang. Wenn du in 1 gegen 1 Diamond 1 bist, gehörst du zu den Top 5% von allen 1 gegen 1 Spielern. Top 5%. Das sind verschiedene Drachen. Das sind unterschiedliche Drachen. Und wenn ich gelb mache, Moment. Sind das die ähnlichen Drachen? Ist das gelb? Warum sieht der in gelb goldener aus als... Das sind die ähnlichen Drachen. Ich mach mal Titanweiß und ich gehe nochmal ins 2 gegen 2. Einfach von der Wand springen und dann Wave Dashen. Was aber, glaube ich, auch hilfreich ist, ist einfach fliegen, sich wild drehen und dann landen und versuchen zu erholen. Das ist auch hilfreich. Aber das kriege ich auch im Training halt immer hin. Ups, kassieren wir ein frühes Gegentor. Also was natürlich auch wichtig ist bei Erholungen, Powerslide natürlich drücken. Powerslide musst du da ab und zu drücken, das ist wichtig. Oh, gut, 50-50. Ich hab mich gemoost, ich bin mal gesprungen. Gegner haben Drachenduell, Yin und Yang. Was? Will er machen? Ah, schade. Wie mach ich denn? Alright. Titanweiß fetzt. Titanweiß fetzt. Titanweiß ist geil. Guck ich mir nochmal an. Ist übrigens viel zu schwach, aber sieht richtig geil aus dem Titanweiß. Relativ leichtes 50-50. Ich muss jetzt einfach nur auf den zweiten Touch warten. Hat der Gegner? Weil der Gegner stand rückwärts, hat er nicht? What? Hä? Ich mach nicht, sorry, ich war verwirrt. Machen kaputt. Doppelt. Ne, geh rein. Let's go. Gegner ist ein bisschen toxisch. Mal nochmal kaputt. Ich hab den anderen kaputt gemacht. Nice. Sehr gut. Nice. Rotiert hatte. Dreh ich ab mit meiner Zirkuseinlage. Ich hab Zeit. Das heißt, ich nehme jetzt die Zeit. Bounce Dribbling jetzt. Wird einer wahrscheinlich pushen. Deswegen spiele ich jetzt mal hoch. Auf Zerstörung. Das müsste dann. Ah, weicht mir aus. Okay. Wäre der kaputt gegangen, wäre es wahrscheinlich eine gute Chance oder ein Tor geworden. Was übrigens verbesserungswürdig war, war mein hoher Ball. So, hast du die Mitte? Hast du? Schade, dass er nicht direkt geschossen. Nice, der geht aber trotzdem rein. Let's go. War eine gute Partie. Ich war jetzt doch zufrieden mit meiner Performance. Wir gucken uns das Ganze nochmal in Rot an. Ich finde, Rot ist immer eine stabile Farbe. Was auch kein Fun ist, ist, dass wir die Torx-Version nicht gesehen haben. Ist halt Platin. Nee, Rot passt nicht. Rot passt nicht. Okay, Delayed Kickoff. Das heißt, absichtlich langsam den Kickoff reinfahren. Klappt auch häufiger mal. Ich hab nicht getroffen. Immer jetzt gut. Oh, ich hab ihn wieder nicht getroffen. Boing. Den Move könnt ihr euch übrigens auch abgucken. Er fordert fast keinen Skill. Ball Richtung Tor rollen lassen, rammen und ist halt dann schwer zu verteidigen für die Gegner, weil die müssen dann, ja gut, wenn es nicht klappt, haben die Gegner ein Tor. Ist halt ein sehr All-In-Move.
Alright, ich versage. Muss dazu sagen, 1 gegen 1 ist jetzt kein Feuer drin. Ich wollte wirklich nur die Torexplosion sehen. Aber nicht mal im 1 gegen 1 kann ich ungeschlagen sein. So eine Scheiße. Aber gut. Welche Farbe fandet ihr am besten? Standard. Ganz ehrlich, Standard war mit Abstand am besten. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mal in die Kommentare und dann sehen wir uns dann aber bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.